Dass die Passqualität beim Bayern-Training höher sein kann als bei einem Bundesligaspiel, bekamen am Montag Weltmeister Mario Götze und Debüttorschütze Mitchell Weiser zu spüren. Beim beliebten Aufwärmspielchen 5 gegen 2 sahen die beiden kein Land, auch wenn in diesem Fall 7 Bayern-Profis den Ball kreiseln ließen. Über eine halbe Minute versuchen Götze und Weiser vergeblich an den Ball zu kommen. Am kommenden Freitag soll dann wieder der Gegner laufen.